Stefan Ross hat sich auch zu seiner 12. immer wieder Sonntagsfolge in diesem Jahr tolle Gäste eingeladen. Neben Isabel Varell, Stefanie Hertel, Eberhard Hertel, die Cappuccinos, Isataler Hexen, Bernd Stelter, Tom Astor, Münchner Freiheit, Mitch Keller, Vincent und Fernando, Ted Lewis, Limburger Domsingknaben oder Vincent Groß, wird auch Hansi Hinterseher als Stargast für tolle Stimmung bei Immer wieder Sonntags sorgen. Hansi Hinterseher kann bereits auf mehrere erfolgreiche Karrieren zurückblicken. Als Skirennläufer gewann Hansi Hinterseher zahlreiche Rennen, darunter auch das legendäre Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Als Moderator seiner eigenen TV-Shows begeistere er ein Millionenpublikum. Auch zu seinen legendären Feenwanderungen am Hahnenkamm in Kitzbühel lockte der Sunnyboy immer tausende Fans in die Garmsstadt. Als Filmschauspieler überzeugt der gebürtige Kitzbühler in zahlreichen Filmen und als Sänger sorgt er seit über zwei Jahrzehnten für Jubelstürme bei den Fans. Am Sonntag ist Hansi Hinterseher bei Stefan Ross in Immer wieder Sonntags zu Gast, wo er live im Europapark für beste Stimmung sorgen wird. Vincent und Fernando bringen zu Stefan Ross ihr neues Album Träume brauchen Zeit mit. Zwei Jahre musste die Feengemeinde auf das neue Vincent und Fernando Album warten. In Immer wieder Sonntags feiern die Grand Prix-Sieger von 2009 mit der neuen CD-Produktion TV-Premiere. Auch Vincent Groß bringt zu Immer wieder Sonntags sein neues Album mit. Punkt mit Rückenwind startet Vincent Groß vor einem Jahr im Musikbusiness durch und eroberte die Fans im Sturm. Mit dieser Beat und Nordlichter gab der 21-Jährige bereits seinen ersten Vorgeschmack. Jetzt ist es da, das neue Vincent Groß Album Möwengold. Die Auftritte von Stefanie Hertel bei Stefan Ross in Immer wieder Sonntags zählen immer zu den besonderen Momenten der TV-Sendung. Dieses Mal bringt Stefanie Hertel auch ihren Vater Eberhard Hertel zu Stefan Ross mit. Obwohl Stefanie Hertel und Stefan Ross seit Jahren getrennt sind, betonen die beiden Stars immer wieder, dass sie sich nach wie vor sehr gut verstehen. Auf jeden Fall kann man sich am Sonntag wieder auf 120 Minuten geballte Schlagerstimmung und beste Unterhaltung freuen, daher nicht vergessen um 10 Uhr unbedingt Immer wieder Sonntags im Ersten einschalten.